Kürzlich wurde die Nachricht über den Tod von Schauspieler Kostas Papanastasiou öffentlich. Jetzt wurde die Todesursache des Lindenstraße-Stars bekannt gegeben. Marc Alexei, der Sohn von Kostas Papanastasiou, äußert sich gegenüber Bild zum Tod seines Vaters. So soll Kostas Papanastasiou an Demenz gelitten haben. In den letzten Wochen vor seinem Tod soll es ihm schlecht gegangen sein. Trotzdem kam sein Tod überraschend. Mein Vater hat die letzten 2 Jahre im betreuten Wohnen mit meiner Mutter zusammengelebt. Freitagnacht wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da hieß es noch, er habe einen Harnwegsinfekt. Er ist am Ende an Nierenversagen gestorben. In der Nacht zum toten Sonntag ist er einfach eingeschlafen, so Marc Alexei. Gegen 1 Uhr in der Nacht soll Kostas Papanastasiou gestorben sein. Marc Alexei war zu diesem Zeitpunkt noch wach. Der Anruf aus dem Krankenhaus kam noch in der Nacht. Ich machte gerade Musik im Terzo und spielte Stairway to Heaven von Led Zeppelin, als meine Frau mich anrief und mir sagte, dass er eben gestorben sei. Durch sein ungutes Gefühl besuchte Marc Alexei seinen Vater am Tag zuvor noch ein letztes Mal vor seinem Tod. Ich war noch am Abend bei ihm im Krankenhaus und habe mich von ihm verabschiedet. Ich konnte noch ein paar wichtige Dinge loswerden, erzählt Marc Alexei. Kostas Papanastasios Wunsch war es, in seinem Heimatland Griechenland beerdigt zu werden. Doch zuvor soll es in Berlin noch eine Trauerfeier geben. Allerdings soll dort nicht mit Uso auf den Schauspieler angestoßen werden. Wenn mein Vater mal Alkohol getrunken hatte, dann war es Baileys. Kostas trank keinen Uso, verrät Marc Alexei. Kostas Papanastasios war von 1985 bis 1996 Teil der erfolgreichen ARD-Serie Lindenstraße. Dort verkörperte er den griechischen Wirt Panayotis Sarikakis. Auch im privaten Leben war er als Gastronom tätig. 45 Jahre lang leitete der Grieche das Restaurant Terzo Mondo in Berlin, ehe sein Sohn es 2017 übernahm. Dort soll auch die Gedenkfeier stattfinden. Sein Berliner Restaurant hat mein Vater 1972 als Treffpunkt für Demonstranten eröffnet. Später kamen dann die Schauspieler und andere Künstler hinzu und es wurde zum kulturellen Treffpunkt Berlins, erklärt Marc Alexei. Eine besondere Ehre wurde Kostas Papanastasiou im Jahr 2012 zuteil. Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz für seine humanitäre Hilfe ausgezeichnet. Über seinen Vater sagt Marc Alexei, sein wichtigster Gedanke war immer, den Menschen zu helfen. Kostas Papanastasiou starb am 21. November im Alter von 84 Jahren.